Hi Leute und willkommen beim Autobahn-Polizei-Simulator 2 und auch willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und hierbei handelt es sich genau genommen um die PS4-Version, die offiziell am 20. Februar in den Handel kommt, und hatte das Glück, eine Vorab-Version zu erhalten, um euch das Ganze hier zu präsentieren. So, wir befinden uns jetzt nun im Einsatzwagen und begeben uns sofort zu unserem allerersten Einsatz. So, wo müssen wir denn dahin? Die erste Ausfahrt. Okay, das sind noch 2,2 Kilometer. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt, ja, passend zum Titel auf die Autobahn auffahren, oder? Gucken wir einfach mal. Ich finde, die Auffahrt ist ein bisschen klein geraten hier, oder? Ja gut, jetzt wird sie wieder ein bisschen größer. Ich überlege gerade, ob wir so fahren in dieser Perspektive. Oder doch lieber so. Moment, wie konnte man nochmal den Blinker setzen? Habe ich ihn jetzt gesetzt? Ich glaube, ja, okay. Blinker wieder zurücknehmen. So, mal gucken, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Also ich war jetzt gerade eben nur auf dem Revier. Hab meinen neuen Partner, den Hans, kennengelernt, ja, er heißt Hans. Und ach, noch 800 Meter, okay, super. Und jetzt sind wir auch sofort unterwegs zum ersten Einsatz und ich fahre hier auch wie bekloppt. Ich fahre ungefähr so wie beim Bus-Simulator, ne? Das seid ihr gewohnt von mir, total verplant hier zu fahren. Moment, ich glaube, ich muss jetzt diese Ausfahrt nehmen, oder? Ach nein, Moment. Wie war das denn nochmal? Man konnte hier Signal geben, Matrix-Anzeige. Das wäre dann also ein Unfall, oder sollen wir besser auf Gefahr einstellen? Unfall oder Gefahr? Das ist so ein Unfall, oder? Ich werde das einfach mal kurz hier halten. So. So, raus aus dem Einsatzwagen. Mal gucken, was ist denn hier passiert? So. Dann erzählen Sie mir mal bitte alles. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Der Reifen ist platt. Ja, der Reifen ist platt. Wie ist das denn passiert? Ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen. Auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln. Ja, der Pannendienst. Hat sie denn den ADAC gerufen? Ja, okay, der Pannendienst ist unterwegs. Super. Bitte treten Sie hinter die Leitplanke. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. So. Die Polizistin Lizzie muss sich jetzt um das Nagelbrett kümmern. So, Moment. Entferne Nagelbrett. Da müssen wir aber so zurückfahren. Oder müssen wir zurücklaufen? Das ist jetzt die gute Frage. Es sind nur knapp 147 Meter. Wenn wir jetzt laufen. Ja, komm, wir laufen die paar Meter und entfernen dann so das Nagelbrett, oder? Obwohl, das ist ein bisschen zu riskant, ne? Es sind 110 Meter. Nee, ich habe jetzt keine Lust, hier über die Autobahn zu laufen und danach überfahren zu werden, ne? Nein, nein, wir steigen wieder in das Einsatzfahrzeug, so. Und müssen dann erstmal wieder zur nächsten Ausfahrt. Was, 5 Kilometer sollen wir jetzt fahren? Oh nein, dann laufe ich lieber zu Fuß. Ich laufe lieber zu Fuß, ne? 5 Kilometer fahren? Nee. Oder ich guck mal kurz auf die Karte, Leute. Und mach mir das dann ganz einfach. So, wo sind wir denn? Da oben. Wir müssen da oben normalerweise wenden, zurückfahren, wieder auf die Autobahn drauf. Dann vorne am Autobahnkreuz nochmal wieder runterfahren und wieder rauffahren, um dann das Nagelbrett zu entfernen. Ja, ist jetzt die gute Frage, ne? Ich würde sagen, doch, wir fahren mit dem Einsatzwagen, weil wir ja auch dann vor der Gefahr warnen müssen mit dem Einsatzwagen, ne? Weil jetzt so zu Fuß macht das irgendwie gar keinen Sinn. Gut, okay, wir sind im Einsatz. Blaulicht ist an. War das jetzt hier die Ausfahrt? Nein, oder? Doch, doch, das war hier die Ausfahrt. Okay, dann setzen wir mal den Blinker. So. Und fahren dann auch, ja, ein bisschen langsamer. So. Oh, links abbiegen.
Wir haben Rot. Ich halte dann einfach mal so an der roten Ampel, ne? Ich habe immer ein Problem mit roten Ampeln, ne? Das kennt ihr ja von mir, vom Bussimulator. Ich glaube, hier wird es jetzt ein bisschen einfacher, oder? Nach Wetter, grüne Ampel, bitte. Obwohl, eigentlich dürfen wir fahren, weil wir sind ja im Einsatz. Wir sind die Polizei, ne? Wir dürfen ja im Prinzip machen, was wir wollen. Ja gut, dann fahren wir. Wir sind im Einsatz, wir dürfen über Rot fahren. So, dann fahren wir auch vorne links wieder auf die Autobahn drauf. So, Moment, Blinker ist noch gesetzt. Und so, hier reinfahren. Ich finde die Steuerung nur teilweise extrem ungenau. Ich könnte es hier noch ein bisschen runtersetzen. Moment, Option. Nein, Musik. Ich wollte doch hier rüber gehen. Sensibilität. Mach mal alles ein bisschen runter. Gucken wir mal, ob das jetzt besser ist. Ach, der Blinker ist immer noch an. Moment, jetzt dürfen wir hier rüberfahren. Okay, Blinker deaktivieren. Ach nein, Moment. Ich musste doch hier zur Tanke fahren. Und, Moment, entferne Nagelbrett. Ach, das liegt vor der Ausfahrt von der Tankstelle. Oder wie jetzt? Wieso sind wir jetzt überhaupt hier reingefahren? Ja, wie? Das Nagelbrett ist jetzt auf der anderen Seite. Das Navi hat uns komplett an der Nase herumgeführt. Moment mal, was soll das denn jetzt hier vorne im Navi? So, wir sind jetzt hier. Ja, und sind irgendwie komplett verkehrt gefahren, Leute, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie rüber. Und wir können ja wohl kaum mit dem Charakter rüberhüpfen. Oh Mann, was ist denn da los? Moment, Einsatz. Tatütata. Anhalten bitte. Moment, Signale, Matrix, bitte anhalten. Das ist ein Geisterfahrer. Was ist denn mit dem los? Anhalten, sofort. Hey. Anhalten. Wieso fährt er denn auf der verkehrten Seite? Anhalten. Moment, ich gehe jetzt mal raus hier aus dem Fahrzeug. Was ist denn da los? Der muss sofort in Gewahrsam genommen werden. Hier geblieben. Ey, willst du mich überfahren? Wieso kann ich nicht mit der reden? Was ist los mit ihr? Moment. Oder da muss erst dieses Symbol aufploppen, für das Fahrzeug, das anhalten soll vor uns. So, Moment mal. Das hält aber nicht an, das Fahrzeug. Ich fahre mal so ein bisschen zurück und aktiviere nochmal dieses Signal hier mit bitte anhalten. Nein, Moment. Signale. Bitte anhalten. Anhalten, bitte! Was ist los mit dir, Geisterfahrer? Hä? Anhalten! Die hält einfach nicht an, die fährt eiskalt weiter. Was ist los mit ihr? Oder müssen wir hinter ihr sein, damit sie das dann kapiert? Die will eiskalt weiterfahren. Und wir können ja auch nichts drücken, wenn wir mit ihr reden wollen, dann passiert einfach nichts. So, ich werde mich jetzt mal hinter sie setzen. Ui, das wäre beinahe ein Unfall gewesen, nur wegen dieser Geisterfahrerin. So, jetzt probieren wir es nochmal. Na, es wird wieder nichts angezeigt. Normalerweise ist dann so ein blauer Pfeil über dem Fahrzeug, wo das Fahrzeug dann auch immer anhält. Ne? Ich probiere es jetzt nochmal. Signale. Bitte anhalten! Geisterfahrerin! Die fährt eiskalt auf der falschen Seite, ne? Ah, während der Mission nicht möglich. Ja, aber wie, klar, ich habe gerade einen Einsatz, aber da ist eine Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs, ne? Na gut, dann lassen wir das halt, ne? Es ist wohl hier und da noch so ein bisschen... Ui, das war klar. So ein bisschen verbuggt, ne? Kann man doch so sagen, ja? Hat eiskalt eine Geisterfahrerin auf der falschen Seite von der Autobahn und wir können absolut nichts unternehmen, weil wir gerade in einem Einsatz sind. So, das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber gut. Wir müssen jetzt erstmal den ganzen weiten Weg hier rumfahren, um auf die andere Autobahnseite zu gelangen. So, dann müssen wir das Nagelbrett entfernen. Und ja, die Soundeffekte sind hier gerade so ein bisschen laut, ne? Könnt ihr das ein bisschen leiser drehen? Moment, Ausfahrt bitte. So. Ich bin ja auch vor der Aufnahme
mal eben so mit 200 über die Autobahn gerast und hab sogar etwas dafür bekommen, ja, und zwar eine Trophäe. So, links abbiegen, wir haben rot, aber wir sind im Einsatz, ne? Also haben wir immer Vorfahrt, wir sind die Polizei. So, dann fahren wir hier direkt weiter und entfernen dann auch sofort das Nagelbrett. Ich mag halt, ui, und ich mache hier aber auch einen Blödsinn, so, was ich sagen wollte. Ich mag halt sehr, sehr gerne Simulationsgames, ne? Bus Simulator, City Skylines, dieses und jenes. Ich wollte noch demnächst diesen Zugsimulator aufnehmen, ja, das kommt auch demnächst. Und ja, für die Leute, die jetzt hier rund unter dem Video kommentieren, wann kommt denn wieder eine neue Bus-Simulator-Folge? Es werden bald wieder neue Bus-Simulator-Folgen geben. Allerdings erst, wenn das neue DLC rauskommt, also das neue Flughafen-DLC. Es sollte ja bereits Der Flughafen-DLC sollte ja bereits Ende Dezember rauskommen. Kommt jetzt allerdings erst im Frühjahr raus, deswegen dauert das noch ein bisschen und auf jeden Fall, sobald die neue Erweiterung beim Bus-Simulator da ist, wird es dann dort wieder neue Folgen geben. Aber jetzt zurück hier zum Autobahn-Polizeisimulator. Ich muss mal kurz hier Gefahr aktivieren. Achtung, Gefahr! Dann halten wir mal an. Ich hoffe, dass uns jetzt hier hinter uns keiner reinkracht. Gucken wir mal kurz da hinten. Okay, alles gut. Nagelbrett. Wo kommt das denn her? Okay. Neben? Das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. So. Das hätten wir. Tada! Gut, das erste Ziel hätten wir dann erledigt. Jetzt müssen wir zurück zur Wache. Willkommen bei der Polizei 2. Okay. Super. Fahre zurück zur Wache. Machen wir. Und, Gefahr ist gar nicht mehr aktiviert. Okay, Moment. Das können wir deaktivieren. Ach, jetzt müssen wir ja wieder die ganze Runde zurück. Hm, da war ja was. Jetzt erstmal hier die nächste Ausfahrt nehmen. Und den Blinker setzen. Ich müsste normalerweise auch die Steuerung so ein bisschen ändern, wenn das überhaupt geht. Oder die Blinker, die sind jetzt auf den Pfeiltasten gesetzt. Ich finde das ein bisschen ungenau. Ich fände es besser, wenn die Blinker dann auf L1 und R1 gesetzt wären. So, jetzt haben wir keinen Einsatz, deswegen halten wir jetzt auch bei der roten Ampel ganz brav, ne? Mit unserem Einsatzfahrzeug. Ach, wann haben wir den Grün hier? Hm? Bekommen wir heute noch Grün oder morgen erst? Hm. Okay, die Fußgänger haben immer noch Grün. Nein, jetzt haben wir Grün. Sehr gut. Biegen wir vorne auch direkt wieder links ab. Aber wir haben Rot. Okay, da müssen wir halt warten. Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilstreife gehen sollte. Brauchen wir einen Ersatz. So. Und wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Moment, wir sind jetzt hier. Autobahn A74, A76, A79, 109 haben wir hier. Also absolut nicht in meiner Gegend. Nein, oder Moment, war da gerade Sieghausen? Sieghausen, Sinningen, Landhofen, Salzhusen. Also die ganzen Orte sagen mir absolut null. Absolut null, nein. Also bei mir haben wir die Autobahn A46, A57. A44, A52, genau, das sind so die Autobahnen bei uns. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Kommen wir jetzt noch grün? Mal gucken, was uns jetzt auf der Wache erwartet. Ich hoffe, dass wir einen sehr, sehr interessanten Einsatz bekommen, weil jetzt der erste Einsatz mit dem Nagelbrett, ach, der war ja in 2 Sekunden erledigt, abgesehen von der langen Fahrt. Aber auch wie Sau hier. Okay, wir dürfen rüber. Alles klar. Wieso zeigt das Navi an, dass wir jetzt hier über die Tanke fahren sollen? Das macht gar keinen Sinn. Egal, wir fahren einfach. Hier ist
100 erlaubt? Ja, wir fahren 170. Ja, wir sind die Polizei, wir dürfen uns alles erlauben. Ja, kein Thema, ne? Wir müssen rucki zucki zurück zur Wache. So, da vorne müssen wir die nächste Ausfahrt nehmen. Oder? Ich glaube, ja. Gut, Blinker setzen. 140 fahren wir, müssen wir ein bisschen langsamer die Ausfahrt nehmen, ja. Das wäre von Vorteil. Und noch eine kurze Info, wieso es denn in den letzten 2 Wochen keine neuen Videos bei mir gab. Ich war halt sehr extrem, naja, krank gewesen und musste auch kurzweilig ins Krankenhaus. Und eigentlich hätte ich mich in dieser Woche noch erholen müssen, aber dann kam halt ein Key für den Autobahn-Polizeisimulator. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann mich ja immer noch in den nächsten Tagen so ein bisschen erholen. Ne? Jetzt muss erstmal wieder ein bisschen was aufgenommen werden. Also ein Autobahn-Simulator, also Autobahn-Polizeisimulator ist doch sehr interessant. Ne? So. Also, Entschuldigung dafür, ne, wenn ich mich noch so ein bisschen krank anhöre, aber ich könnte halt einfach nicht warten. So, Moment, wir müssen hier reinfahren, oder? Nein, wir müssen hier reinfahren, auf unseren Parkplatz. So,